Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 21 Karriere auf meinem YouTube-Kanal. Wie versprochen, zum neuen Jahr und zum Ende der ersten Saison mit unserer FIFA 21 Karriere mit Werder Bremen bringe ich eine neue FIFA Karriere auf meinem Kanal. Nicht vergessen, die FIFA Karriere mit Werder Bremen geht natürlich auch noch weiter. Ich werde auch noch die zweite Saison spielen, vielleicht sogar noch eine dritte Saison spielen, je nachdem. Aber ich habe mich dazu entschieden, auch mal eine andere Karriere zu starten mit einem ganz anderen Team. Deswegen habe ich euch zum Neujahr am 1.1. eine Umfrage gegeben, wo ich dann, ich glaube, sechs Teams müsste es gewesen sein, aus 3 Top-Ligen aus Europa, habe ich euch halt eben die in die Umfrage reingeklatscht und habe euch gefragt, hey, welches Team wollt ihr denn sehen in einer nächsten Karriere? Ich zeige euch jetzt die Umfrageergebnisse. Wie ihr sehen könnt, hat der AC Milan tatsächlich gewonnen, oder AC Mailand, besser gesagt, hat gewonnen. Das war eine wirklich extrem crazy Umfrage und ich glaube nicht, dass diese Votes, diese 150 Votes, die da sind, auch wirklich zu 100% so, ich nenne es mal, berechtigt waren. Ich habe irgendwie so ein bisschen im Gefühl, dass da vielleicht so ein bisschen geschummelt worden ist, Cookies löschen oder hast du nicht gesehen oder keine Ahnung, was da für Strategie gibt, aber die Craziness war ziemlich hoch. Zunächst einmal sah es nämlich so aus, als würde FC Chelsea absolut gewinnen. Für mich stand es eigentlich schon fast fest, dass ich mit Chelsea spielen werde. Hab mir aber gedacht, komm, ich lasse die Umfrage noch ein paar Tage weiterlaufen. War anscheinend eine ziemlich coole Entscheidung, weil Sevilla, ein Verein, der eigentlich komplett auf dem letzten Platz war, schießt auf einmal aus dem Nichts in die Höhe und knallt volle Kanne auf den ersten Platz, aber mal mit absolutem Abstand zu Chelsea. Der AC Milan oder AC Mailand kam auch immer wieder so ein bisschen hinterher, so ein bisschen, ich sag mal, Platz 3, Platz 2 der Umfrage und dann bis zum Ende hin auf einmal schießt der und überholt auch FC Sevilla, was die Plätze halt eben angeht. Was mich persönlich auch ein bisschen erfreut, weil ich habe doch große Sympathien zu Milan, dazu komme ich aber auch gleich zu sprechen. Aber wie dem auch sei, daran seht ihr, Milan oder AC Mailand hat gewonnen. Wir werden in der italienischen Liga spielen. Wir werden also den Superstar Cristiano Ronaldo in seiner Blütezeit, na wobei nicht, vielleicht nicht seine Blütezeit, aber wir werden ihn auf jeden Fall erleben in der Liga. Und ich bin schon extrem gespannt, weil ich habe richtig Lust, auch mal was anderes als Werder Bremen natürlich zu machen. Auch wenn mein Blut natürlich Herzensblut grünes Blut pumpt, meine Güte, ich bin hier voll im AC Milan-Fieber, da will ich schon sagen, das ist rotes Blut und so weiter, ach, keine Ahnung, Leute. Wie dem auch sei, AC Mailand wird hier die Karriere sein, ich hoffe, ihr habt Bock drauf, wenn dem so ist, ihr kennt das ganze Spielchen, ein Däumchen wäre ein Träumchen und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon mitten rein in die Karriere. Hier sind wir nun im Spiel, meine Güte, was freue ich mich und hier sehen wir auch unseren Trainer, der hat sich auch ein bisschen verändert, der ist nicht zu 100% gleich, wie wir das kennen aus der Werder Bremen-Karriere, er hat nämlich einen längeren Bart dazu bekommen, warum denn nicht, der hat sich diesen kleinen Stummelbart, den er erstmal sich so ein bisschen zusammengetrimmt hat. Also eigentlich bin ich das ja, ne? Darf ich jetzt auch nicht vergessen. Der Mafia-Boss halt eben. Ihr kennt ja unseren Trainer. Auch schon bekannt aus der FIFA 20-Karriere mit Werder Bremen und FIFA 21-Karriere mit Werder Bremen. Aber er hat jetzt auf jeden Fall einen dickeren Bart hier bekommen, weil es irgendwie, er dachte sich, zum Mafioso-Style sieht das dann doch irgendwie vielleicht gar nicht mal so schlecht aus. AC Mailand freut sich mit Sane auf die Zukunft. Überraschenderweise wurde Sane nun mit dem Traineramt bei AC Mailand betraut. Niemand weiß, wer noch auf der Kandidatenliste gestanden hat, aber der Vorstandsvorsitzende sagte, wir sind zufällig ersichtlich, dass uns der neue Boss den gewünschten Erfolg bringen wird. Wir haben natürlich auch mit anderen gesprochen, aber Sane ist die richtige Besetzung für den Club, für die Spieler und für die Fans. Wunderbar. Ist doch schön, wie wir hier auch schon direkt in Italien angenommen werden. Wir haben ja bisher nur Profession oder besser gesagt Affinität in der Bundesliga gesammelt. Mal gucken, wie es hier in Italien so wird. Wenn hier auch erstmal schön mit E-Mails begrüßt, Las Americas, was Invitational, was ist das denn? Achso, das ist hier unser Testspielpokal und so weiter. Wichtige Infos zum Transfermarkt, das gucken wir uns natürlich auch nochmal, also den Transfermarkt gucken wir uns auf jeden Fall auch nochmal an. Deswegen, ich will es jetzt auch nochmal sagen, ne, ihr wisst Bescheid. Wir gucken uns auch gleich die Mannschaft nochmal an, Transferbudget und hast du nicht gesehen, aber ihr könnt mir natürlich auch hier immer in die Kommentare schreiben, was für Spieler ich verpflichten soll, welche ich aus meinem Team rausschmeißen sollte, verkaufen sollte. Das ist immer sehr gerne gesehen von euch, oder ich sehe das immer sehr gerne von euch, weil ich möchte euch da natürlich auch mit einbinden. Wir sehen hier Jugendakademiebericht. Hallo Boss, in unserem Verein muss alles auf einer soliden Grundlage stehen, so ist es. Daher investieren wir in junge Spieler und in unsere Nachwuchsakademie. Wir glauben daran, dass wir unsere eigenen Talente finden und entwickeln können. Bitte schauen Sie sich unsere aktuellen Nachwuchsspieler gründlich an. Sie sind dafür verantwortlich, das Optimum aus möglichst vielen dieser Spieler herauszuholen. Ja, die haben ja auch schon, Milan hat ja sowieso auch schon in der Vergangenheit gezeigt, was für eine krasse Jugendakademie die auch haben oder Jugendschmiede die haben. Ich glaube, die haben jetzt ja auch so Leute wie zum Beispiel Tonali oder die haben Donnarumma und so weiter und hast nicht gesehen. Das ist sowieso so ein Name. Ich freue mich, diese Spieler auch irgendwie benutzen zu können und so weiter. Das ist total geil. Wir gucken uns mal die Jugendakademie an. Wir haben hier einmal den Dole Schall. Ich weiß nicht unbedingt, ob er sich bei uns durchsetzen wird, vor allem, wenn ich mir
wieder sein Potenzial anschaue und wenn wir überlegen, dass wir einfach einen Donnarumma halt eben haben. Wir sehen hier aber einen Abeledo aus Bolivien. Und wir sehen, der 15 Jahre jung tatsächlich und hat jetzt schon Potenzial, zwar zwischen 68 und 92, das ist schon relativ groß, man weiß also nicht, was aus dem wird. Ich kann auf jeden Fall, glaube ich, schon zwei Leute irgendwie, ach, kann ich die überhaupt doch freigeben? Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt direkt am ersten Tag, wo wir als Trainer da sind, lösen wir erstmal ein paar Verträge hier. Warum denn nicht? Komm. Ja, dieser Navarrete, ich glaube auch nicht, dass aus dem was wird, außer vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Nikotin-Junkie. Ich würde sagen, wir machen einfach mal hier diesen Gil Anos. Was sieht es denn bei dem so? Wir sehen hier, der hat eine Gesamtstärke von 64. Er ist 17 Jahre jung. Ich gehe also mal nicht davon aus, dass sein Potenzial bei 65 liegen wird. Sondern ein bisschen weiter oben. Der könnte eine interessante Personalie werden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich denke mal, über so Sachen wie zum Beispiel Entwicklungsplan und hast nicht gesehen, das kann ich auch auf jeden Fall offscreen machen. Das werde ich auch noch einstellen im gesamten Team. Aber ich denke einfach mal, wenn er so ein bisschen Spielpraxis dazu bekommt, könnte er, glaube ich, ein ganz cooler Spieler werden. Unsere Vision und unsere Erwartungen. Ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Ziele nämlich. Und wir sehen auch schon, die meisten davon sind dann schon extrem wichtig für Mailand. Da seht ihr schon mal, das sind hier ganz andere Ziele, wie das, was wir von Werder Bremen so kennen. Nachwuchsentwicklung sehen wir hier. Verpflichte über zwei Saisons mindestens einen Spieler aus deiner Jugendakademie in der ersten Saison und sorge in der Folgesaison für mindestens 30% Einsatzquote. Das können wir schaffen, auf jeden Fall, wenn wir auch einen Jugendstab relativ früh losschicken. Wir sehen hier Markenpräsenz, ersetze drei Spieler deiner Mannschaft. Was? Das ist ja total simpel. Verkaufst drei, holst dir drei mit rein. Und ich bin mir ziemlich sicher, beim Transferbudget von, ich glaube, so rund 30 Millionen Euro kriegen wir das auch ganz gut hin. Und erreiche 10 Siege in Heimspiele dieser Saison. Alter, das ist ja mehr als die Hälfte. Was ist das denn? Also, ja, es wird auch absolut mehr als die Hälfte natürlich sein, obviously. Mathematik konnte ich schon mal ganz gut. Aber oh, das könnte natürlich sehr tough werden. Aber wir wollen ja auch sowieso, ich denke mal, ein bisschen weiter oben mitspielen, obviously. Wir sehen hier, erziele einen Profit von mindestens 5 Millionen Euro am Ende des ersten Transferfensters. Wird nicht ganz einfach. Ich glaube, da müssen wir einen guten Spieler gehen lassen, weil wir werden auch ziemlich viel ausgeben müssen. Wir sehen hier die Erfolge national, wir sollen einmal mit dem Coppa Italia, sollen wir ins Viertelfinale kommen, wir sind momentan aber auch schon im Achtelfinale, so schwer soll das glaube ich nicht sein. Und in der Serie A sollen wir auf den UEFA Champions League Plätzen Platz nehmen eben. Also das könnte auf jeden Fall vielleicht ein bisschen tough werden, weil ich denke mal die Konkurrenz ist relativ groß in der italienischen Liga. Erfolge kontinental sehen wir hier, schaffe die UEFA Champions League Qualifikation, habe ich mir schon fast gedacht natürlich. Und hier sehen wir es, über drei UEFA Champions League Saisons Viertelfinale erreichen. Da haben sich einiges mit uns vorgestellt. Mal gucken, wie das so in der Saison laufen wird. Am größten Angst macht mir irgendwie so ein bisschen, dass wir vielleicht dann diese 10 Heimsiege, also wirklich Heimsiege holen müssen. Aber naja, wer weiß, vielleicht wird das ja auch ziemlich einfach sein. Die Fans in Italien sollen ja immer ziemlich heiß sein und motivierend sein, sagen immer die Spieler. Wobei, es gibt Ausnahmen. Es gibt ganz große Ausnahmen, wo die Fans nicht so ganz motivierend sind. Aber also darüber möchte ich auch gar nicht sprechen, weil das ist eine ganz, ganz dunkle Seite des Fußballs. Aber zumindest, ich sag mal, wenn das normal läuft und so weiter, die italienischen Fans sind halt eben total crazy, wenn man ganz ehrlich sind. Erster Scout-Bericht ist da, das sind halt so Sachen, die ich ja ungerne irgendwie benutze, das kennt ihr ja schon von mir, dieses globale Transfernetzwerk und so weiter ist ja jetzt nicht so meine erste Anlaufstelle. Deswegen würde ich sagen, gucken wir doch auch mal ganz flott jetzt hier in die Mannschaft rein. Das sind schon wunderbare Namen, die mir so entgegensprechen. Zum Beispiel hast du da so einen Chananolu, der uns ja alle noch was sagen sollte, einen Ante Rebic hast du hier, du hast einen Theo Hernandez hast du da stehen, einen Kier und so weiter, Donnarumma habe ich gerade eben schon gesagt gehabt, da kriegst du halt, da freust du dich richtig auf die Saison. Guckt euch die Mannschaft an, einen Tonali habe ich gerade eben auch schon angesprochen. Gab. Ein sau geiler Spieler. Was ist das für eine geile Mannschaft? Und hier haben wir ihn, den König höchstpersönlich. Das reimt sich sogar ein bisschen. Und zwar Zlatan Ibrahimovic. Ich möchte euch mal ganz kurz eine Geschichte geben. Keine Sorge, die geht nicht allzu lange. Ich schweife auch nicht allzu lange vom eigentlichen Punkt ab. Und zwar Zlatan Ibrahimovic, wer es nicht weiß, ist mein Lieblingsspieler. Mein Lieblingsspieler auf All-Time, mein Lieblingsfußballspieler auf All-Time ist Ronaldinho. Da er aber nicht mehr aktiver Profi ist, ist halt eben Zlatan Ibrahimovic zumindest jetzt momentan mein Lieblingsspieler. Und deswegen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, diese Karriere spielen zu können mit Zlatan Ibrahimovic, meinem Lieblingsspieler. Der Typ wird der absolute Wahnsinn sein und ich freue mich so enorm, den ausprobieren zu können. Ansonsten, wie gesagt, echt richtig starke Mannschaft hier, gar keine Frage. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir mit dieser Mannschaft so einiges reißen können. Ich denke mal nicht, dass das hier die beste erste Aufstellung ist. Beispielsweise würde ich einen Leao hier nicht vorne spielen lassen von Anfang an. Jedes Mal Ibrahimovic könnte man spielen lassen und dann ihn einfach immer einwechseln, weil er ja ein bisschen jünger ist und so. Das sind aber so Sachen, über die müssen wir jetzt noch nicht diskutieren. Das kommt halt eben alles noch. Ich wollte mal ganz kurz ein bisschen Ausschau halten, weil Calabria ist natürlich ein toller Rechtsverteidiger, gar keine Frage. Die Frage ist halt eben aber nur, haben wir auch einen besseren Rechtsverteidiger, den wir dort spielen lassen können? Dalot ist jetzt auch nicht der Beste und Conti auch nicht wirklich der Beste.
Von daher, man könnte sich jetzt schon mal so ein bisschen anschauen, wo wir uns vielleicht so verstärken sollten und so. Ich denke mal, so diese rechte Seite hier könnte man vielleicht ein bisschen was machen. Ich meine, klar, wir haben Castillejo haben wir hier. Das Ding ist aber, vielleicht kriegen wir da ja nochmal einen besseren raus. Vielleicht ja sogar nochmal ein Talent oder hast du nicht gesehen. Kehr ist, glaube ich, auch nicht mehr der Jüngste, der Simon. Also von daher, mal gucken, ob wir da irgendwie was Besseres bekommen können. Ansonsten, ich zeige euch hier nochmal den Verein und dann könnt ihr mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, wo wir uns so ein bisschen verstärken können. Dazu darf natürlich auch nicht fehlen, dass ich euch zeige, wie es mit unserem Transferbudget aussieht. Momentan bei 37 Millionen Euro so circa. Ist nicht wenig Geld, ist aber auch nicht so viel, dass wir jetzt uns wirklich komplett umkrempeln können in der Mannschaft. Aber ich denke mal, das gibt uns auf jeden Fall so Spielraum, wo wir zumindest uns bewegen können. Das Einzige ist halt eben nur, ich will aber trotzdem jetzt schon mal bei Jugendstab reinschauen. Genau, wir haben ja schon jemanden, dieser Salvatore Orlando, und den würde ich doch schon mal direkt irgendwo losschicken. Ich weiß gar nicht, was ich eher suchen wollen würde. Ich hätte sogar wirklich gesagt, einfach defensiv starke. Und wo gibt's defensiv starke? Ich hätte schon wieder gesagt, Italien eigentlich. Also in der Theorie könnte ich jetzt einfach wieder direkt in die Italien reinsuchen. Aber ich mag es eigentlich immer, so in abgelegeneren Orten irgendwie Spieler zu suchen, die dann doch Top-Talente sind und so. Einfach, weil ich es liebe, aus vielleicht nicht so, ich sag mal, Deluxe-Ländern oder so einfach Spieler halt eben rauszuholen. Ihr wisst schon, die Top-Länder halt eben auf der Welt, was Fußball angeht und so weiter. Ich möchte nicht einfach einen Spieler suchen in Deutschland, in Spanien, in Brasilien oder sowas, sondern irgendwo ein bisschen abgelegener. Und ich glaube, ich könnte mal Afrika ganz gut nehmen, weil ich möchte einen Defensivstarken haben und damit vielleicht sogar jemanden, der vielleicht ein bisschen physisch gesehen vielleicht dann noch ein bisschen mehr zu bieten hat. Deswegen machen wir einfach mal Elfenbeinküste, hätte ich jetzt sogar schon fast gesagt. Und zwar einfach einen, der defensiv stark ist aus der Elfenbeinküste. Ich mach's einfach. Ich bin ein bisschen crazy, was das angeht, okay? Aber ich glaube, das könnte ganz geil werden. Komm, ich simuliere einfach mal einen Tag voraus. Vielleicht gibt's da nochmal neue Nachrichten für uns oder so. Ja, tatsächlich, da kam auf welche rein. Und zwar schon direkt ein Transferangebot. Ja, warum denn nicht? Für Castillejo habe ich gerade eben schon angesprochen, nach Manchester United. Wir kriegen relativ viel Kohle für ihn. Und wir können sogar noch damit hochgehen. Er ist 25 Jahre jung, was nicht schlecht ist. Ist aber halt eben auch nur auf der rechten Mittelfeldposition belegbar. Das heißt, bei ihm gibt es so Schwierigkeiten, den kann ich halt eben nur auf einer Position spielen lassen. Ich gucke einfach mal, ich verhandle mal so ein bisschen, ja. Wir gehen jetzt schon mal direkt rein in die erste Transferverhandlung. Guck mal, da sind wir. Im neuen Glanz sind wir jetzt da. Wunderschön, uns halt eben so jetzt anzusehen. Und dann gucken wir mal, ob wir so ein bisschen mehr Geld rauskitzeln können. Weil wenn wir das Geld bekommen können, wir sehen es jetzt gerade oben links, 63 Millionen Euro. Das ist Geld, was ich haben will. Das ist wirklich Geld, das ich haben will. Von daher würde ich sagen, neue Transfersumme vorschlagen. Mir wurde vorhin gesagt, irgendwie vom Vorstand, wir können auch mal gerne so ein bisschen brutaler reingehen mit der Ablöseforderung, die wir halt eben da reinsetzen. Von daher, ich mache mal 30,5 Millionen Euro. Mal gucken, ob er uns direkt jetzt hier die Finger ins Gesicht schlagen will oder ob er jetzt vielleicht so ein bisschen, verhandelt tatsächlich. Guck mal, das ist schon mal 6 Millionen Euro über seinem Wert. Wir haben schon mal einiges rausgeholt. Ich würde sagen, komm, neue Transfersumme. Wir machen jetzt mal 29,5, okay? Komm, was hältst du von 29,5 von ihm? Oha! Sie sind bereit, die gewünschte Transfersumme von fast 30 Millionen Euro zu bezahlen. Ich weiß nicht, ob das zu wenig für ihn war. Er ist 25 Jahre jung. Ich weiß noch gar nicht, wie er spielt. Wir haben ihn noch gar nicht gesehen gehabt, wie er überhaupt so, wie er überhaupt so spielt. Ist aber gar nicht so schlimm, weil ich mich auf der rechten Seite ja sowieso verstärken möchte. Und ich kann mir vorstellen, auf dem Transfermarkt gibt es da auch viele andere, die wir uns verpflichten können, wo wir jetzt mit dem Geld, was wir aus dem Transfer ziehen können, auf jeden Fall noch, wir kriegen da auf jeden Fall einen ziemlich guten Spieler, bin ich mir ziemlich sicher. Der Romagnoli meldet sich hier. Hallo Boss, im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich bei AC Mailand begrüßen. Das ist doch wundervoll. Vor uns liegt viel Arbeit. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Antwort. Ich würde sagen, schön dich kennenzulernen, schön das Team kennenzulernen. Ich sage einfach, ich freue mich auf die Zukunft. Schön, dass ich jetzt bei euch bin. Ich freue mich auf unsere künftigen Erfolge. So, ja, guck mal, das ist noch lieb ausgedrückt von uns, aber auch schon direkt gesagt, okay, wir brauchen hier Erfolge, Erfolge, Erfolge. Und genau das möchte ich damit ja auch sagen. Was geht's denn hier schon hier? Montpellier möchte sich Jethro Willems halt eben holen. Gut, die greifen nach den Sternen so ein bisschen. Vorschlag für die Kapitänsrolle. Dafür kenne ich die Spieler natürlich noch nicht so ganz gut. Zlatan Ibrahimovic geben. Ja, der kann auf jeden Fall gerne der Kapitän all dem sein. Komm, ich würde einfach mal sagen, wir werden jetzt einfach mal das erste Spiel simulieren hier. Mit der wohl besten Mannschaft erstmal simulieren. Und dann gucken, was halt eben daraus so wird. Ich glaube, ich packe erstmal. Ja, doch, ich mache das, glaube ich, erstmal so. Ansonsten Dalot oder sowas mitnehmen oder so jemand mitnehmen, glaube ich nicht. Wir machen es einfach mal so. Wir gucken einfach mal, wie die sich jetzt hier so spielen lassen. Ja, ich lasse die jetzt einfach, ich simuliere jetzt mal durch und wir gucken mal, was jetzt hier in dem Spieltag so passieren wird gegen Racing Club. Komm, wir machen mal doch eine volle Simulation.
Wobei, das war immer ziemlich extrem, ne? Ich glaube, die Minuten laufen immer relativ langsam ab oder so. Ich glaube, das ist vielleicht dann doch ein bisschen hinderlich. Oder kann man hier irgendwo ein bisschen hochspeeden? Nee, kann man halt eben leider nicht. Also ich finde das immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen, in FIFA unfassbar cool, dass so etwas existiert, dass du das Spiel wirklich so simulieren kannst. Theoretisch könntest du dich jetzt halt eben hier hinsetzen und wirklich sagen so, die Nummer 19, wen haben wir da? Theo Hernandez jetzt gerade am Ball. Verliert hier leider den Ball gegen die Nummer 35 von Racing Club. Aber es ist natürlich trotzdem sehr aufwendig, weil das Ganze, ja, du sitzt halt eben relativ lange hier. Vielleicht gibt es nochmal einen Angriff von uns, wir gucken uns das Ganze hier nochmal an. Wen haben wir jetzt hier gerade? Ich glaube, das ist Rebic. Jawohl, der spielt wieder zurück. Komm nach vorne zu, Cassie müsste das sein. Jawohl, da hat er wieder den Ball, die Nummer 8, das ist nämlich der Tonali. Ja, Nummer 79 vielleicht zum Abschluss kommen. Ja, schießt doch einfach mal. Warum zur Nummer 12 gespielt? Schießt doch, warum will keiner schießen? Was habt ihr denn, Angst oder was? Vor Racing Club? Hallo, ich bin hier nicht in eine Mannschaft reingegangen, wo sie Angst haben abzuschließen, sag. Mach was mit dem Ball. Okay, da haben sie wieder verloren. Na gut, dann würde ich sagen, ja, können wir hier wieder raus oder so? Geht das irgendwie zum Ergebnis springen? Jawohl, wir gucken mal. Ach, 1-0 gewonnen. Durch Zlatan Ibrahimovic. Von wem denn auch sonst, ne? Wenn nicht Zlatan Ibrahimovic. Ja, cool. Wie gesagt, ich finde die Funktion extrem cool und so. Ist jetzt aber vielleicht nicht das, wo wir uns die ganze Zeit dran setzen wollen. Ach, wir sehen es jetzt hier sogar direkt. AC Mailand akzeptiert und so weiter fast 30 Millionen Euro für Castellero. Also der wird jetzt auf jeden Fall verkauft. Wir haben jetzt für den Transfer 24,5 Millionen Euro bekommen, was nicht schlecht ist, weil unser Transferbudget dann bei saftigen 61,6 Millionen Euro liegt. Und wenn wir jetzt nicht zuschlagen können im Transfermarkt, dann weiß ich auch nicht, meine Damen und Herren. Von daher, wir können uns jetzt einfach komplett austoben auf dem Transfermarkt. Also nicht komplett austoben, aber wir haben auf jeden Fall einen riesigen Spielraum und deswegen, Leute, ich freue mich da extrem drauf und ich hoffe, ihr freut euch da halt eben auch extrem drauf. Von daher, Leute, meine Damen und Herren, ihr wisst Bescheid, in den Kommentaren, ich möchte von euch gerne Spieler halt eben, die ich verpflichten soll, reingeschrieben bekommen. Ich möchte aber halt eben auch von euch Spieler rein, die wir vielleicht verkaufen sollten in der Mannschaft, weil ich möchte jetzt nicht gerne hier weiter simulieren und dann, weiß ich nicht, wichtige Transferzeit verpassen, die wir halt eben nutzen könnten, um uns jetzt neue Spieler halt eben holen zu können. Von daher würde ich sagen, nächste Episode geht es dann voll rein in die Karriere, dann geht es voll rein ins Transfergeschehen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit von der Partie. Wir sehen uns dann. Haut da rein. Tschüss, Kostin Koski und bye bye. Wie sagt man in Italien? Ciao.